Es dauert nicht mehr lange, kleiner roter Traktor, dann sieht dein Unterstand wieder so gut wie neu aus. Warte mal. Ich höre doch von irgendwoher ein Motorengeräusch. Hört sich nach Stumpi an. Hey, Jan! Jan! Hast du das eben gesehen? Ich hab Flitzer zum Stehen gebracht, ohne dass ich runtergefallen bin. Gut gemacht, Stumpi. Gesundheit. Blöder Schnupfen. Ich muss schon den ganzen Morgen niesen. Hier, die habe ich den ganzen Frühling über aufgezogen. Sie ist für dich, sie soll dir deinen Hof verschönern. Das ist aber nett, danke. Ich habe sie mit meinem neuen Anhänger transportiert. Oh, der sieht wirklich gut aus. Aber er ist nicht besonders groß, stimmt's? Ach, für mich reicht's. Du wirst erstaunt sein, was da alles reinpasst. Das ist... Jetzt weiß ich, was du meinst. Er ist wirklich größer, als er aussieht. Wozu brauchst du denn deinen neuen Anhänger, Stumpi? Zuerst werde ich die andere Pflanze zu Herrn Junker bringen. Und dann habe ich noch ein paar Aufträge zu erledigen. Ja, ich auch. Wenn ich die Scheune fertig habe, muss ich nach der Mauer an der Wiese beim Eulenwald sehen. Tja, dann mach's gut, Jan. Bis später. Wiedersehen, Stumpi. Merkwürdig. Ich glaube, jetzt muss ich... Oh, ich hoffe, ich habe mich nicht bei Stumpi angesteckt. Ich habe viel zu tun, das kann ich mir nicht leisten. Guten Morgen, Stumpi. Oh, was sehe ich denn da? Das ist mein neuer Anhänger. Sieht sehr schick aus. Ist alles in Ordnung? Ja. Ich habe mir einen Schnupfen eingefangen. Das ist schlimm. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich kann mir nicht leisten, krank zu werden. Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Selbst gezogen. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Was für ein schöner Einfall. Wissen Sie, Sie sollten sich bei der Tankstelle was gegen Ihren Schnupfen holen. Oh, das ist eine gute Idee. Also bis später. Bis bald. Los geht's, großer Blauer. Wir müssen jetzt zum Düngen fahren. Das war's dann wohl. Tja, hiermit bin ich fertig. Aber ich glaub's ja nicht. Ich muss mich tatsächlich bei Stumpi angesteckt haben. Lass uns jetzt los, die Mauer reparieren. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich dann den Rest des Nachmittags ausruhe. Stumpi! So langsam habe ich den Bogen raus, wie man anhält. Nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Naja, allmählich wird es. Ich habe gedacht, ihr habt vielleicht was gegen mein... Das ist ja komisch. Was denn? Mein Schnupfen ist weg. Von einer Sekunde zur anderen. Einfach weg. Das macht wohl die frische Luft. Hey! Du hast einen neuen Anhänger. Nagelneu. Heute Morgen habe ich ihn bekommen. Sieht wirklich toll aus. Vielleicht könntest du mit deinem neuen Anhänger etwas für mich erledigen. Aber klar doch. Ich habe ein paar neue Schraubenschlüssel für Jan. Könntest du ihm die bringen? Ja, mache ich gerne. Leg sie in den Anhänger. Ich bringe sie ihm auf dem Nachhauseweg. Danke, Stumpi. Du bist ein echter Schatz. Es geht doch nichts über die frische Landluft. Durch die Nase einatmen und durch den Mund. Oh Mann, das fehlt mir noch. Ich frage mich, was habe ich mich doch bei Stumpi angesteckt? Wäre doch bloß nicht heute Morgen vorbeigekommen. Na sowas. Der Dünger ist jetzt auch weg. Es hilft nichts, ich muss zurück und neuen holen. War ja gar nicht so schlimm. Das ging ja schneller, als ich dachte. Hey! Mein Schnupfen scheint weg zu sein. Nochmal Glück gehabt. Hallo Jan! Walter hat mir neue Schraubenschlüssel für dich mitgegeben. Danke, Stumpi. Leg sie doch bitte hinten in den Kofferraum vom kleinen roten Traktor. Hör mal, der Schnupfen, den ich heute Morgen hatte, der ist... Ist weg.
Nein, er ist weg. Woher weißt du das? Nachdem du gegangen warst, musste ich plötzlich niesen. Aber ein paar Minuten später war alles vorbei. Ist ja merkwürdig. Egal, ich bin froh, dass ich ihn los bin. Oh, hallo, Herr Junker. Wie geht's mit dem Düngen voran? Ach, nicht so besonders gut. Ich habe mich bei Ihnen angesteckt. Oh, das geht schnell vorbei. Ich bin auch schon wieder gesund. Und ich auch. Na, hoffentlich stimmt das, weil mich das einfach verrückt. Yes! Verrückt macht. Oh, mein nagelneuer Anhänger. Entschuldigung, Stumpy. Das passiert leider jedes Mal, wenn ich niese. Ich fahre wohl lieber den Rest zum Feld, bevor ich gar nichts mehr habe. Aber mein Anhänger. Nur keine Sorge. Ich bin hier fertig, also komm mit mir zum Gösselhof. Da kriegen wir deinen Anhänger schon wieder sauber. Danke, Jan. Das mieft ganz schön. Komm jetzt, los geht's. Hey, warte auf mich! Langsam, großer Blauer. Vorsichtig. Oh nein. Nicht schon wieder, nicht. Es ist schon wieder alles weg, großer Blauer. Wir müssen nochmal zurück und... Wir müssen also zurück und... Mein Schnupfen ist weg. Jan und Stumpi hatten recht, er ist weg. Dem Himmel sei Dank. Komm, wir holen noch eine Fuhre und verteilen den Mist endlich. Was für ein Segen. Ich kann wieder durchatmen. Ich kann... durch... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Moment mal. Als ich ausgestiegen bin, war der Schnupfen weg. Dann bin ich wieder eingestiegen und er war wieder da. Könnte es wohl sein, dass... Es ist die Pflanze. Ich bin allergisch gegen diese Pflanze. Komm, großer Blauer, das müssen wir sofort Jan und Stumpi erzählen. Wir können unterwegs noch Dünger aufladen. Ich glaube, die bleibt jetzt besser hier. Ah, so sieht er schon viel besser aus. So gut wie neu. Gesundheit. Oh, sag bitte nicht, dass es bei dir schon wieder losgeht mit... Gesundheit. Oh, glaubst du, dass wir uns gegenseitig wieder angesteckt haben, Jan? Weißt du, du hast genießt, als du heute Morgen hier ankamst. Und ich fing damit an, nachdem du weg warst. Nein, nein, Jan. Bei mir hat das schon vorher angefangen. Genau gesagt, seit heute Morgen, als ich die Pflanze in den Anhänger gestellt habe. Und plötzlich... Das ist es. Was ist was? Es ist die Pflanze, Stumpi. Wir sind allergisch dagegen. Wir müssen nur niesen, wenn wir in ihrer Nähe sind. Du hast recht, es ist die Pflanze. Und hast du nicht auch Herrn Junker so eine Pflanze geschenkt, Stumpi? Oh Mann, weißt du was? Genau so war's. Na, dann ist es wohl das Beste, wenn wir uns von diesen Pflanzen trennen. Ich nehme sie wieder mit und pflanze irgendwo hinter der Windmühle ein. Sei vorsichtig, Jan. Ich glaube, du musst gleich niesen. Ah, da sind Sie ja. Herr Junker, gut, dass Sie da sind. Also, ich glaube, ich weiß jetzt, warum wir immer niesen müssen. Wir auch? An der Pflanze liegt es. Nicht niesen! Ihr Mist schwebt direkt über meinem Anhänger. Alles klar. Puh, das war knapp. Gut gemacht, Jan. Gesundheit.